Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM. Yeah, jetzt geht's los. Jetzt machen wir Action. Wenn wir was finden. Ja, jetzt müssen wir scannen. Anfrage von Australien. Okay. Jetzt kann ich nicht. Ist ja super, dass ich mir so viel zahlt, aber ich kann gerade nicht, sorry. Offene Aufträge. Moment. Wo ist die Technik? Die Technik! Die Technik! Die Technik! Komm, schau mal davon welcher her. Astral. Shit. Gut. Dann gehen wir da auf den Fick. Und machen hier weiter. Alter. Nach einer Reihe vielgeschlagener Experimente haben wir es endlich geschafft, einen beschleunigten Energieimpuls durch eine Fokuslinse so zu bündeln, dass die Energieeffizienz im akzeptablen Bereich bleibt. Das Ergebnis ist eine ausgesprochen starke Waffe in der Art des traditionellen Präzisionsgewehrs, aber mit erheblich verbesserter Chance, beim Gegner einen kritischen Treffer zu landen. Diese Waffe dürfte jetzt einsatzbereit sein, sobald Dr. Shen und sein Team die Herstellung abgeschlossen haben. Während unserer Tests sind wir auch noch auf eine weitere Einsatzmöglichkeit des gleichen Grundprinzips gestoßen, indem wir die Bündelungslinse durch ein modifiziertes Streuprisma ersetzt haben. Wir stellen uns als Ergebnis eine Schusswaffe vor, die die taktische Rolle der normalen Schrotflinte ausfüllen kann, aber ohne Munitionsbedarf und mit erheblich größerer Schadenswirkung. Allerdings ist wie bei all unseren Laserwaffen die Ableitung der Prozesswärme noch ein Problem. Streulaser, Laserprozessionsgewehr, gut. Streulaser, nee. Ja, ich weiß so ungefähr. Größere Chance. Ja, Marcel möchte euch etwas sagen anscheinend. Bitte greift nicht zu früh das Hauptquartier an. Okay, danke Marcel dafür. hat eine größere Chance, bei gegnerischen Zielen kritischen Schaden anzurichten. Die etwas unhandlichere Form verursacht allerdings ein Handicap, wenn der Schütze ein Ziel auf kurzen Fernen treffen will. Ja. Beim anderen, ja, ist halt Streulaser, also es war irgendwie so eine Shotgun. Machen wir das hier. Das ist leichter und stärker ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Meine erste flüchtige Untersuchung hat uns schon auf mehrere Ideen gebracht, wie wir die Panzerrüstung unserer Soldaten verbessern könnten, aber dafür ist doch einiges an Forschung nötig. Ich hatte erwartet, dass dies eine dringende Forschungsaufgabe sein wird, Commander. Ich weise dem Projekt direkt Ressourcen zu. Ich will doch nur einen Lügenauftrag begeben. Endlich. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlob. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Sehr schwer. Ah, shit. Neuer Rekrut, Sturm. Das war schwer. Wissenschaftler? Oh, schwer. Moment. Nigeria. Indien. Ich gehe nach Nigeria. Dann können wir das den Trupp auch gleich mal so lassen. Irgendwer fehlt nur. Warum habe ich denn den jetzt dabei? Warum muss denn der jetzt dabei sein? Scharfschütze. Ne, zwei Scharfschützen am Arsch. Dann. Ne, halt. Entfernen. Dann kommt hier Marcel mit. Ach, der ist verwundet. Ach, fuck. Gut. Dann doch so. Mit dem Einsatz. Go, go. Was ist ein Außenweltler-Alien eigentlich? Also wie schauen die aus? Der dünne Mann ist es ja nicht. Transporter ist eingetroffen. Achtung! Für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Okay. Go. Dann gib ihm. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Moment, muss ich da rein? Ach so.
Hallo? Ich muss einen Feldpost machen. Kann ich dich einfach. Ich stelle dich einfach mal da ab und danach. Nächste Runde bist du Feldposten. Alles gut, alles gut. Ach, Hecke, die kann auch gleich jetzt Feldposten spielen. Dann stellen wir den letzten da auf. So. Medienaktivität. Die wollen sich wohl nicht zeigen. Die kleinen miesen Wichser. Kannst du, ja, du könntest. Aber willst du das? Ja, doch, du willst das. Go, Delta. Und du spielst Feldposten hier draußen. Thomas geht von hier aus dann. Feinde gesichtet. Ah. Da sind die kleinen miesen Wichser. Feldposten, genau. Gib ihm. Gehst du? Yes, sehr gut. Gleich mal super funktioniert. Zersplitterte in Fragmente. Ich glaube, ich habe was gehört. Thomas macht seinen Job wie immer sehr gut. Moment, der war da hinten. Puh, wie hoch ist das Risiko? Ach, ich positioniere einfach mal da drin. Ja, tritt die Tür an. Oh shit. Okay, Moment. Alter, das hat ja... Hallo? Das muss... Nee, hallo, ich will angreifen, nicht ihr. Puh, wo könnt ihr jetzt alle... Mann, ich wollte gerade eine Rakete um die Ohren jagen. Da ist der. Kann ich einen Raketenstart machen? Schuss ist blockiert. Moment, hier doch irgendwo. Ach, immer mit Kara. Wie, nee. Ach so. Feldposten. Sorry, Thomas. Ich weiß, du hättest auch gern Spaß gehabt. Aber das Spiel will das halt nicht. Hier, halbe Deckung. Reicht. Von hier hinten. Moment, ich glaube, ich muss Noah irgendwie da drüben positionieren. Aber wo stehe ich denn ihn auf? Ah, da drüben. Ich glaube, das wäre ganz gut. Flankieren wir ein bisschen. Unsere kleinen Heavies. Ja, treten mal die Scheibe ein. Oh, und kommen ins Ziel. Ich lebe noch. Daneben, gut. Ja, die stellen sich aber jedenfalls auf und reißen von innen alles nieder. So, einen Raketenstart können wir ja machen. Wir haben hier, glaube ich, zwei. Oh. Wow. Oh. Moment, wie wird... Wir sind jetzt dran. Ne, den will ich nicht. Den will ich. Wie weit kannst denn du schießen? Boah, krass. Raketenpower, sagst du? Alles klar. Das war irgendwie easy. Oh, ich glaube, der hat sogar irgendwie einen gebufft, der eine. Genau, der da. Ah, sehr nice. Weil das da, den Tipp hat mir Marcel auch gegeben. Wenn jemand einen bufft von denen, also ihn verstärkt, und ich den, der gebufft wurde, töte, stirbt der, der bufft. Ja, da seid ihr buff, ne? Hahaha. Wen kontrolliere ich? Delta. Dann lauf mal. Du bist super gedeckt von links. Alles klar. Noah müssen wir irgendwie nachschicken. Hinter einer Mülltonne stehen ist immer gut.
mich schicken wir. Ich würde gerne wissen, wo sind da Wände? Hier sind Wände. Geh du mal dahin. Ah, ich habe wieder was gefunden. Treffen die mich jetzt? Mit der Feldposten? Nein, sind sie nicht. Oh, ich könnte sie vielleicht nächste Runde treffen. Aber er schießt wahrscheinlich jetzt gleich auf mich. Okay, ich muss den töten. Ja, er schießt auf mich, war klar. Boah, kritisch. Ach du Kacke. Das war gar nicht gut. Holla. Was ist das betäuben? Ach ja, der hat den Pulsbogen. Wir müssen jetzt aber schnell hinten nach. Aha, der ist echt scheiße gedeckt gewesen, also so angreifbar war. Nee, keiner in Sicht. Moment, der. Ja, ist gut. Geh mal zu Delta. Nee, Delta, geh mal zu dem, gar nicht. So, du sollst nämlich nachher heilen. Wieso bringt mir Noah hier irgendwie gar nichts? Hab ich mich scheiße positioniert. Also was mit dem Sniper-Positioning, das läuft noch gar nicht gut. Vielleicht können wir jetzt einen Präzisionsschuss landen. Hä? Ich hab die Tür aufgemacht. Ja, aber gut getroffen. Boah, der hat mit einem HP überlebt. Ach du Scheiße. Ah, meine Soldaten leben hier echt auf dünnem Eis. Wenn sie leben. Schießt er? Ja, er schießt. War klar. Auf ihn. Jetzt. Okay. Moment. Ich will aber schnell mit Noah schießen. Hier. 98% Chance. Muss es ja treffen. Eben. Kritisch. Ich hätte vielleicht erst heilen sollen. Ich hätte Hecke die vielleicht erstmal heilen sollen, damit er nicht schwer verbunden jetzt nach Hause kommt. Aber wir haben es geschafft. Immerhin. Ohne Tote. Easy. Das nennen die schwer. Puh. Jetzt haben wir, glaube ich, ein neues Mitglied. Sollten wir. Oder war das der andere Auftrag? Captain. Also Thomas, der mustert sich hier richtig. Der macht's ja so richtig gut. Gefahrenzone. Er hat übrigens bei von Deckungsfeuer und allen Raketenangriffen um 2 Felder. Prinzipiell richtig geil, ja. Was ist das andere? Ermöglicht den Transport von 2 Granaten pro Gepäckfach. Er benutzt gar keine Granaten, oder? Naja, er hat den Pulsbogen, also bringt sich das ja nichts. Er soll der schön gepanzerte, der manchmal mit seinen Raketen rumballert, spielen. Ja. Also die rechte Seite wirkt prinzipiell ganz gut. Also vielleicht Holo-Zielen, habe ich gehört, ist jetzt nicht die optimale Wahl gewesen, wäre das besser. Schwer verwundet, 14 Tage. Ach. Chippo Diallo, Sturm. Panik macht sich in ganz Asien breit. In Europa. Ja, in Nigeria geht's. Der Einsatztrupp, der nächste kommt nach Nigeria, kommt in Lagos, eine Entführung durch Aliens verhindern. Nigeria ist dankbar und hofft, dass dies Belohnung dem XCOM-Projekt nützen wird. Denken ja. Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Dann möchte ich hier mal kurz sehen. Der da. Was hat denn der für Fähigkeiten? Oh, der ist sogar in gleichem Sergeant dran. Hammer, gell? Taktikverständnis. Also mehr. Das weiß ich auch nicht genau. Was da besser ist. Draufhauen, wenn viele in der Nähe sind. Oder. Damage. Nee. Oder was aushalten. Ich würde hier bei mir schon fast sagen: Verteidigung. So krass, wie meine Leute verrecken. Was im kritisch? Naja. Zu treffen ist schon ganz gut. Ob es unbedingt kritisch sein muss, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist so rum besser. Blitzschnelle Reflexe, der erste gegnerische Reflexschluss. Jede Runde verfehlt diese Einheit automatisch. Na und persönlich. Die Chance auf kritische Treffer verbessert sich um plus 30% gegen benachbarte Ziele. Der Bonus verringert sich mit zunehmender Entfernung zum Ziel.
Moment. Jetzt? Gegenbenachbart. Zunehmend entfernt unserem Ziel. Okay. Also wenn er ganz nah ist, hat er einen hohen Crit-Wert. Puh. Verfehlen? Du kannst also vorstürmen und sagen, wo sind denn alle und du bist eh nicht getroffen, also puh. Aber warte mal, was ist, wenn der erste Reflexschuss nicht auf diese Einheit geht? Zählt der dann als dieser Reflexschuss? Ich glaube, ich mach. Ja, doch. Doch, doch. Ein bisschen Crit muss er haben, glaube ich. Aber wie bewaffnen wir ihn? Mit einem Scope, oder? Laserpistole. Schrot. Lasergewehr. Rüsten wir hier gleich perfekt aus. Da, das ist nämlich jetzt. Wer ist das? Moment. Ja, das bin jetzt ich, keine Ahnung. Weil zwei Sniper will ich jetzt echt nicht nehmen. Kann man irgendwo Geschlecht ändern? Ach. Nee, kann man nicht, aber ist egal. Bin ich halt die Ische. Zumindest habe ich hier ein schniekes Blau. Ne, es ist irgendwie auch nicht so schnieke. Moment. Gab's da nicht ein besseres? Das Rot sah zumindest gerade geil aus. Aber das hier sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. So, haben wir sonst irgendwas? Ne, ich glaube, sonst verquassel ich mich eh schon wieder viel zu viel hier. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.